Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich habe etwas ganz Tolles gefunden. Ich habe etwas ganz Tolles gefunden. Und zwar einen wunderschönen Amiga-Emulator. Wenn man bei Ubuntu 2204.2 einfach mal Amiga in dem Software Center eingibt, dann kommen da schon ein paar Treffer. Und zwar gibt es einmal den Amiga, den Windows-Emulator, der hat bei mir nicht funktioniert. Den kann man zwar installieren, aber ich weiß nicht, wie man den startet. Da muss ich mich noch ein bisschen schlau machen. Aber es gibt ja noch etwas Zweites, und zwar den FSUAE-Amiga-Emulator. Liegt hier als Snap-Paket vor. Den habe ich installiert und da habe ich das Problem gehabt, dass ich keinen Joystick anschließen konnte, beziehungsweise dass dieses Programm den Joystick nicht erkannt hat. Warum auch immer, ob das am Snap-Paket liegt. Man hat hier leider auch nur die Wahl zwischen Snap, Snap, Snap. Aber zum Glück gibt es hier eine Internetseite. Und da kann man sich das Ganze auch als Linux-Paket direkt runterladen. Jetzt muss ich jetzt selber mal kurz gucken, wo das war. Und zwar hier. Hier gibt es dementsprechend einmal direkt ein Paket. Dann lädt man sich das hier drüber runter. Oder man klickt einfach auf Ubuntu. Genau, so habe ich es gemacht. Gibt dann dementsprechend diese Befehle hier ein. Ich kann das ja noch eben einmal so ein bisschen simulieren. Wir öffnen einen Browser, ein Terminal unserer Wahl. Ich klebe mal eben ein Fenster. Inhalt. So, das wäre der erste Befehl, den man eingibt. Ein etwas merkwürdiger Pfad ist hier, weil hier steht nämlich OpenSUSE. Da habe ich mir gesagt, ich möchte ja kein OpenSUSE-Paket herunterladen, sondern ein Ubuntu-Paket. Und wenn man dann nochmal genauer guckt, dann steht da hinten hier auch Ubuntu 2204, nämlich genau hier. Einfach abschicken. Ich kann das nochmal auf so einen Spaß einmal machen. Ich gebe mein Passwort ein. Wird er bestimmt sagen, da ich es schon gemacht habe. Dann nehmen wir uns den zweiten Befehl hier vor. Kopieren diesen. Und fügen diesen hier ein. Klicken dementsprechend auf Enter. Jetzt müsste eigentlich so ein gescrollter Text, glaube ich, kommen. Und danach sudo apt-update. Und dann sollte das installiert sein. Beziehungsweise nach sudo apt-update dann dementsprechend das Ganze mit diesem Befehl hier installieren. Den Link packe ich euch mal unter das Video. Ich kopiere mir das hier schon mal in meine Zwischenablage. Und dann habt ihr es dementsprechend auch direkt am Start. So, was müsst ihr dann machen? Dann müsst ihr natürlich dieses Programm hier starten. Hier wäre es FSUAE Launcher. So sieht das ganze Schätzchen aus. Wenn ihr da startet, dann ist bei euch hier noch alles leer. Das liegt unter anderem daran, weil eine Grundeinstellung ist hier, jetzt steht hier alles auf Konfiguration. So, was müsst ihr machen? Als erstes müsst ihr hier oben drauf klicken, Spieldatenbank aktualisieren. Das sieht dann in etwa bei euch auch so auf. Nur bei mir geht das jetzt ein bisschen schneller, weil ich schon aktualisiert habe. Dann die Datenbank dementsprechend auch aktualisieren. Dann drückt ihr hier auf Scan. Ja, und das war's. Jetzt seht ihr hier, bei mir schon der Amiga 1000 ist jetzt hier schon ein ROM installiert. Das wird bei euch nicht sein. Bei euch wird jetzt überall hier ein X sein. X bedeutet, ihr habt keine ROMs. So, wie bin ich vorgegangen? Ich habe mir natürlich erstmal einen ROM besorgt. Und dieses ROM spielt ihr dann. Importiere Click Start. Über diesen Pfad klickt ihr dann dementsprechend euer ROM ein. Müsst ihr vorher euch natürlich besorgen, aus dem Internet runterladen, wie auch immer. Ja, einfach anklicken und dann habt ihr natürlich dementsprechend hier einen grünen Haken. Also das Importieren des ROMs hat dann funktioniert, wenn ihr jetzt hier irgendwo einen grünen Haken habt.
Bei mir war es jetzt Amiga 1000. Der hat funktioniert. Der ist jetzt aktiv. Ja, und dann müsst ihr doch darauf achten, dass hier immer auf dass dementsprechend immer auf Amiga 1000 steht. Dann gibt es noch weitere Einstellmöglichkeiten. Hier zum Beispiel mit ChipRAM, SlowRAM. Dementsprechend kann man sich wirklich alles einstellen, wie man will. Alle möglichen Konfigurationsarten kann man sich hier einstellen. Ich habe hier eigentlich gar nichts eingestellt. Und hier kann man auch noch CPU, hier gibt es ja verschiedene CPU-Versionen von dem Motorola-Chipsatz hier, von den 68000, 6810 und so weiter. Das kann man sich dann alles so nach Belieben einstellen. Freezer-Modul kann man sich auch einstellen, das bekannte Action Replay wird hier auch mit emuliert. Und diverse Hardware-Dongles. Ja, dass man dann direkt ein Spiel wohl starten kann, das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, kann ich nicht zu sagen. Im Endeffekt habe ich gar nichts gemacht. Ich habe das so gelassen, wie es hier ist. Das habe ich so gelassen, wie es hier ist. Joystick-Einstellung. Genau, das wäre auch noch wichtig. Habe ich nicht hier drüber gemacht, sondern hier drüber. Und zwar hier immer auf Amiga-Joystick stehen lassen. Amiga-Maus immer stehen lassen. Und dann sollte eigentlich euer Controller hier erkannt werden. Also wenn ihr dann jetzt, wie ich bin jetzt über USB-Kabel, habe ich den jetzt an meinem Laptop angeschlossen und wird auch dann dementsprechend sofort erkannt. Und das funktioniert bei der Snap-Version nicht. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, die direkte Version von dem, ja, von der Homepage zu nehmen. Dann wird auf jeden Fall der Controller unterstützt. Hier unten, nee, das war jetzt falsch. Genau, und dann, ich denke mal, die meisten interessiert ja hier die Spiele. Ja, und dann hat man hier auch, wenn man das jetzt hier, die Spieldatenbank aktualisiert hat, dann hat man hier automatisch solch eine Liste. Genau, und dann kann man im Endeffekt sich ein Spiel nach seinem Geschmack jetzt hier aussuchen. Ich kann ja mal eins nehmen, ja, was ich eigentlich noch nicht installiert habe. Und das euch mal so ein bisschen zeigen, wie das so funktioniert. Ja, das sieht doch ganz nett aus, ne? Jetzt sage ich ihm, das möchte ich haben. Mach einen Doppelklick. Und jetzt muss man den Anweisungen hier folgen. Auf den Link klicken. Ja, wie gesagt, da muss man halt eben den Anweisungen jetzt hier folgen. Über diesen Link kann man sich ja dementsprechend das Spiel herunterladen. Ihr solltet natürlich nur im Besitz des Originals sein. Ja, und viel mehr gibt es hierzu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich blende euch mal jetzt gleich hier im Anschluss ein paar Spiele-Szenen rein, so als Zusammenschnitt. Ja, welche Spiele ich halt eben über diesen Launcher hier schon gespielt habe. Und ich denke mal, es werden im Laufe der Zeit, wird das ein oder andere Spiel noch hinzukommen. Da habe ich hier schon ein paar schöne Schätzchen gefunden. Ja, wie gesagt, wichtig ist die Version von der Homepage und ihr müsst euch das ROM besorgen. Hier dementsprechend auf Amiga dann 1000 klicken oder je nachdem, was für ein ROM ihr halt eben habt. Das muss passend sein. Das macht er aus irgendwelchen Gründen nicht automatisch. Zumindest habe ich da noch keine Einstellung gefunden. Ja, ich würde sagen, ich starte jetzt nochmal hinein in ein paar schöne Spielchen. Nehmt euch dann nochmal ein bisschen mit. Und ihr könnt euch ein bisschen zurücklehnen und das Ganze genießen. Ja, so sieht das aus, wenn man hier vorne unten rechts auf Start klickt. Dann geht es ein anderes Fenster auf. Man hört auch diese Floppy-Geräusche, die werden jetzt hier simuliert. Hier die Mausunterstützung ist auch sofort gegeben. Meistens muss man dann auch mit der Maus dann weiterklicken. Und wenn man das Ganze dann im Vollbildmodus haben möchte, dann einfach Alt-Enter drücken. Füllen wir Mexiko aus und dann kann der Spaß beginnen. Dieses Fenster könnt ihr mit F12, könnt ihr dementsprechend hier auch einen Diskettenwechsel vornehmen oder noch von Maus auf Controller noch umswitchen.
Und dann kommt ihr mit eurer Maus, kommt jetzt hier dementsprechend aus dem Fenster auch wieder raus. Und mit F12 kommt man wieder hinein. Alt-Enter, dann hat man Vollbild. Und ja, dann kann man schon anfangen. Ja, irgendwas stimmt jetzt mit meiner Grafikeinstellung nicht. Okay, da muss man natürlich dann dementsprechend vielleicht doch die Grafikkarte anwählen. Das habe ich jetzt nicht gemacht in dem Fall. Ich meine, so war das ja früher auch mit dem Amiga. Da gab es ja unterschiedliche Ausführungen von. Mit unterschiedlicher Hardware-Konfiguration. Und die muss man natürlich dann dementsprechend dann auch berücksichtigen. Und dann dementsprechend an der richtigen Stelle einen Haken machen. Gut, das soll für den ersten Test jetzt hier auch gewesen sein. Ich gehe hier wieder raus. Ich drücke Alt-Enter, F12. Ah, da waren die Soundgeräusche, finde ich, jetzt nicht ganz so angenehm. Ah, schön. Ich drücke mal Alt-Enter. Oh, mir fällt auf, das Scrolling ist wesentlich langsamer. Im Vergleich jetzt mit C64er. Und ob Gianna hier richtig geschrieben ist. Nee, auch mit Doppel-N. Okay, die Frage, was ist richtig? Mit einem N oder mit zwei? Schöne Musik. Okay, ich spiele jetzt aber trotzdem eine Runde. Oh, wie sieht denn die Gianna hier aus? Oh, das Feeling ist aber doch anders. Ist schon ein bisschen flüssiger, das Ganze. Im Vergleich jetzt zum Commodore 64er. Na, hier muss ich mal eben so ein bisschen reinspielen. Boah, hört ihr das? Wie so ein halbes Erdbeben, wenn Gianna hier so ein paar Blöcke zerstört. Und voll. Was habe ich jetzt gemacht? Irgendwie ist es ein bisschen ungewohnt, jetzt hier so mit dem Controller zu spielen. Ja, ich bin hier hoch konzentriert. So, das war Gianna Sisters, Level 1 und Level 2. Ich würde sagen, ich starte mal das nächste Spiel hinein. Das nächste Spiel, Katakis, auch ein wunderschönes Ballerspiel. Ich meine, das wäre sogar auch von Rainbow Arts gewesen. Gab es auch für den Commodore 64 seinerzeit. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Machen wir Vollbildmodus. Highscore 50.000. Da wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Irgendwie passiert nichts. Ja, wäre ganz gut, wenn ich auch mal treffen würde. Kann man das einsammeln? Ah! Oh, cool, da kann man das auch einsammeln. Cool. Also Soundgeräusche, die sind echt klasse. Ich spiele das jetzt hier über Kopfhörer. Also ein richtiger, echter Stereo-Effekt. Oh, von hinten auch noch! Hohoho, das war jetzt aber gemein. Player One. Okay, versuchen wir es nochmal. Doch von oben kamen die ersten. Naja, komm her, komm her, komm her, komm her, kommt her. Zack, zack, zack. Da schießt jemand auf mich. Von hinten auch noch. Voll gemein.
Was hat denn das an Erd? Sieht aus wie bei Star Wars Dingen hier. Das kann von allen Seiten. So, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich drücke Alt-Enter. Ich suche mir mal so zwei Charakteren aus, die ich letztes Mal bei Commodore 64 auch genommen habe. Die beiden Damen. Damit ich mal so einen schönen Vergleichswert habe. Ja, Intro, denke ich mal, können wir uns schenken. Jetzt holen wir Sandy da raus. Jawohl. So, auf Deutsch, prima. Und die anderen auch mal. Ja, läuft sehr flüssig auf jeden Fall. Oh, schon fast zu schnell. Sie rennt ja hier richtig. Ja, okay. Ja, kleiner Grafikfehler, seht ihr? Ja, okay, das ist, denke ich mal, Einstellungssache. Vielleicht habt ihr die verkehrte Grafikkarte genommen. Kann ja sein. So. Öffne. Ne, ziehe, nimm, drücke, öffne. Ziehe, ne? Zieh Fußmatte. Da wäre. Nimm Schlüssel. Nimm Schlüssel. Benutze Schlüssel in Haustür. Benutze mit Schlüssel. Ah, jetzt geht's. P-Rates noch. P-Rates können wir noch. Amiga 1000. Ja. Dann stelle ich hier dementsprechend noch mal ein bisschen Speicher ein. Vielleicht läuft das Ganze noch ein bisschen schneller. Start Game. Start Game. Dann sage ich ihm Play Game. Auch hier die Grafik wunderschön gezeichnet. Ah ja. Schön. Eine neue Karriere. Yes. Achso. Englisch, French, Dutch, Spanisch. Ich denke mal, dann hat man dementsprechend auch die Sprache. Deswegen nehme ich mal Englisch. Deutsch gibt es nicht zur Auswahl. Kann ich jetzt einen Namen eingeben? Jo, ich bin natürlich... Wer bin ich überhaupt? Der... Duxa. Difficult. Oh, ich mache natürlich das ganz Einfachste. With special ability do you have... Navigation... Navigation finde ich interessant. Klingt mir so. Aha. So sieht also mein Spiel aus. Ja, hier müsste man sich in der Einstellung noch ein bisschen durchwühlen, dass das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen schneller lädt. Okay, was muss ich tun? Jetzt muss ich nach links gehen und so gehe ich nach rechts. Ich muss einfach das machen, was der mir anzeigt. Ich mach mal irgendetwas. Oh, da fängt der schon. Bin ich ob der rechte oder linke Spieler? Keine Ahnung, ich denke mal der rechte, ne? Habe ich gewonnen oder habe ich verloren? Ich habe gewonnen, natürlich. Hält den Strumpfhosen hier. Ja, kurzes Fazit zu der Emulation hier. Jetzt habe ich, ja, so mehrere Stunden habe ich jetzt so hier mal so ein bisschen hier so rumgespielt und das Ganze getestet. Ja, es funktioniert. Im Endeffekt haben eigentlich alle Spiele funktioniert, die ich getestet habe. Außer das letzte noch, da muss man noch ein bisschen an der Grafik etwas einstellen. Ich denke mal, das Geheimnis liegt im ROM, beziehungsweise in der Modellauswahl. Plus der Konfiguration des simulierten Computers. Welchen FastRAM, wie viel FastRAM. Manchmal braucht man FastRAM, manche Spiele laufen nur ohne FastRAM. Manche mit Grafikkarte, manche ohne Grafikkarte, bliblablub. Das muss man natürlich alles wissen und ist natürlich jetzt erstmal jetzt so schlecht herauszufinden, welche Einstellungen man da braucht. Damit muss man sich natürlich intensiv dann beschäftigen. Und wenn man einmal die Einstellung gefunden hat, dann denke ich mal, ist es eine gute Sache. Dann nächster Nachteil,
oder beziehungsweise Kredit auf hohem Niveau sind natürlich die langen Ladezeiten. Klar, jetzt wird natürlich ein vollständiger Computer emuliert, der natürlich die Realität so 1:1 widerspiegeln soll, wie es damals war. Und da waren die Ladezeiten nun mal utopisch lange. Und das ist auf jeden Fall jetzt hier gegeben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man da irgendwie mit so einer Turbokarte, ich habe die jetzt zwar auch mal so aktiviert, aber irgendwie merklichen Unterschied habe ich da jetzt nicht gemerkt. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze noch ein bisschen Einstellungssache ist. Oder einen anderen ROM vielleicht auch nochmal nehmen, wie auch immer. Ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!